Es war der erste Auftritt von Roy Mackay. 18,75 Millionen Euro hatte der gekostet für die Bayern. Aber die Akzente setzten andere. Unter anderem Claudio Pizarro mit der Führung nach 20 gespielten Minuten. Bochum legte zu spät den Respekt ab und die Bayern waren technisch einfach eine Klasse besser. Unter anderem Sebastian Deisler, der viele Ballkontakte im Mittelfeld hatte und vor allem natürlich bei Freistößen immer gefährlich war. Deisler, 26. Minute, 2-0, das war's. Die Bayern stellten den Spielbetrieb ein und Peter Neururer im 10. Spiel gegen die Bayern die 9. Niederlage.